Hört auf zu trödeln! Es ist noch ein weiter Weg bis zum Untergrund. Den Untergrund? Die einzige Möglichkeit, durch den Sturm zu kommen. Und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Bulletstorm in der Full Clip Edition. Und das ist Serrano. Tatsächlich, er lebt noch. Eigentlich dachte ich, wir hätten ihn schon längst erledigt. Aber nein, er will uns hier rausführen. Wer es glaubt, ich bin mir da nicht so sicher. Und Serrano hat in der letzten Folge Trishka vom Abgrund gestürzt, nachdem wir hier die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt haben. Gehen wir mal weiter und schauen mal, wohin das hier führt. Schön, dass du wieder am Start bist. Es geht weiter hier und los, Ishii. Lass mal sehen, was er vorhat. Es gibt hier überall Arbeiterzugänge in den Untergrund. Gleich im nächsten Gebäude da drüben ist einer. Nehmt die Brücke. Wer hat unter der Stadt gearbeitet, dass sie so viele Zugänge gebraucht haben? Ich informiere euch schon, wenn ihr irgendwas wissen müsst. Ach was. Hopp, hopp. Fehlen noch 6. Mir wird langsam schwindelig, Serrano. Wow. Zurück! Hör auf zu flennen. Solange du irgendwas Solides zwischen dir und diesem kosmischen Chaos hast, kann dir nichts passieren. Okay, wir laden mal auf hier. In der letzten Folge haben wir einiges verballert. Und wir haben 10.000 Ladungsupgrade. Schauen wir doch mal nach. Ausrüsten, ersetze L-Waffe. Bone Duster, komm. Wir checken die nochmal aus hier. Laden die nochmal nach und natürlich auch die Sniper, aber die ist voll, sehr schön. Was ist hiermit? Nice. Also, wir haben sogar noch ein bisschen Geld übrig. Wer weiß, was noch kommt. Wir sparen und los. Okay, wir fahren mal heftiges Geschütz auf hier. Boom. Unten erwartet uns noch viel Schlimmeres als das, was wir hier oben erlebt haben. Ist egal. Nicht gleich in die Hose, Schätzchen. Habe ich dich wirklich so schlecht ausgebildet? Wir sind gut ausgerüstet hier. Was noch mehr Kunden? Immer her mit euch! Okay, der macht richtig Schaden hier. Schwerer Widerstand. Aber zu eurem Glück habt ihr ja einen konföderationssanktionierten General bei euch, der euch beschützt. Und ich dachte schon, wir sitzen hier mit einem psychopathischen Kriegsverbrecher fest, dem er mal das Maul auswaschen sollte. Ganz genau. Und wer soll das machen, Junge? Du etwa?
Lass mich nur kurz meine Seife nachladen. Komm, Ishii. Oh shit! Kein Durchkommen hier! Voll. Serrano, machst du mit? Okay, aufpassen, nicht in die Blitze laufen hier. Schätzchen, flieg! Was jetzt? Wow, das finde ich gut! Okay, das ist der Bruder von dem Typen eben. Er ist ein bisschen angepisst. Wir sollten Treffer vermeiden. Also nicht uns, sondern seine. Oh shit, genau, genau deswegen. Genau deswegen. Denn ein Treffer bedeutet den fast sofortigen Tod. Das Ding an seinem Bauch, darum muss ich mich kümmern. Kann ich nicht schleudern. Alright. Dort oben! Mir nach! Ich hoffe, du kennst den Weg. Hey, Serrano. Du bist echt hässlich. Komm, wir gehen weiter. Keine Mu mehr. Okay, Leute. Schüsse sind wirkungslos. Na toll. Na super. Okay, komm, wir locken ihn mal raus hier. Und verarbeiten ihn dann. Daneben. Wo schießt er hin? Das ist mir ein bisschen zu voll hier. Okay, das machen wir ab. Serrano bearbeitet die Wand. Hey, Kumpel. Da drüben ist die Tür.
Mann. Was war das denn? Wo kam das denn her? Okay, also. Nochmal. Und du bist immer noch hässlich. Also. Vollgas! Diesmal renne ich weiter. Ist vielleicht die Gammastrahlung der Grund für die Mutationen auf dieser Welt? Sehe ich vielleicht aus wie ein Reiseführer? Neues Roboterauge ist nicht besonders gut. Also, man kann auch einfach mal durchrennen und ein paar Gegner überspringen. Hey! Zurück! Röst dir morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Flieg! Oh nein! Noch so einer! Haben wir noch Munition? Nein, haben wir nicht. Shit! Okay, kurz Abstand. Die Schwachstelle ist der Rucksack. Die Schwachstelle ist der Rucksack. Oh! No! Schieß auf den Rucksack. Das war knapp. Ich muss den Rucksack erstmal erwischen. Okay, also. Kurze Taktikänderung. Shit, Mann, das ist zu wenig Munition. Okay, Shotgun. Bitte einmal erholen. Ja, wie soll ich denn da hinter den Rucksack kommen, Mann? Ich erledige erstmal die anderen hier. So, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten, Leute. Lass das. Okay. Oder wir gehen einfach weiter. Die Panzerung ist kugelsicher. Na also, so geht's auch. Kommt, Jungs. Lasst uns mal ein paar Meter machen hier. Dann kommen wir schneller zum Ziel. Alright. Schießt auf seinen Rucksack. Noch fünf. Nein, ich schieße jetzt nicht auf den Rucksack. Der Typ ist mir jetzt egal. Durch die Risse kommt Strahlung. Zwei kleine Babys wieder im Schoß der Familie. Keine Angst, Papa bringt euch von diesem bösen Ort weg. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier weg will oder lieber dein Hirn zermatsche. Aber wenn du weiter laberst, fällt mir die Entscheidung sicher leichter. Unser Ishii ist äußerst erpicht darauf zu überleben. Wenn du mich weiter nervst, werden wir ja sehen, wem gegenüber er wirklich loyal ist. Ishii, bitte, komm klar. Lass nicht den Computer die Macht gewinnen. So, direkt mal nachtanken hier. Was haben wir hier? Zugriff freischalten. Was ist das hier?
Ein Penetrator. was haben wir hier? Wir kaufen direkt mal ein Upgrade hier. Noch eins. Und rüsten das Ding mal direkt aus. Mal gucken, was das hier anrichtet. Beschreibung. Ursprünglich für gefährliche Bergbauarbeiten gedacht, wurde dieses Hochleistungswerkzeug in eine tödliche Projektilwaffe umgerüstet. Sie feuert einen Hochgeschwindigkeitsbohrer mit Eigenantrieb ab. Der Gegner auf sämtlichen Oberflächen aufschießen kann. Tipp, richte deine Schüsse präzise aus, um mehrere Gegner mit einem einzigen Bohrer auszuschalten. Oh, wow, nice. Penetrator. Den nehmen wir mit. Was haben wir hier? Munition voll. Wie kann jemand so verantwortungslos sein und mitten in diesen Stürmen eine Stadt bauen? Die Strahlungsfilter wurden während der Arbeiterrevolte zerstört. So liberale Sozialisten und Kommunistenärsche dachten, sie würden nicht fair behandelt. Ein Tag später war der ganze Laden am Arsch. Aha. Verdammt, Skulls! Zeit für Schüsse! Brennt! Komm, wir kicken noch mal einen runter hier. Okay. Einmal Mu. Geht's hier weiter? Nein. Jungs, macht ihr mit? Okay, also allzu viele dürfen es nicht mehr sein. Liegt ja noch irgendwo ein Ball rum. Und wie viele sind das bitte?
Okay. Komm her. Wo lauerst du? Na also. Ishii ist schon unten. Ich habe das Gebiet erfasst und einen provisorischen Zugang in den Untergrund gefunden. Toll! Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Die Würfel sind gefallen. Komm, der Aufzug führt nach unten in die Werkstatt. Ja, kurz noch Mu sammeln. Keine Hektik. So viel Zeit muss sein. Kurz mal hier reinschauen. Bingo. Okay. Wir sind voll. Großartig. Leute, macht mit! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Kann ich vielleicht noch irgendwo Ball runterkicken. Sowas hier. Die Schwachstelle ist der Rucksack. Ja, ich weiß, aber ich komme nicht dran, Mann. Okay, noch ein Ball. Okay, einer ist tot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, nein! Für lästige Viecher. Arbeiter war nicht zufällig nur ein anderer Name für Sklaven, oder? Sklaven? Ha! Sie waren ein Haufen von Knackis und Irren, die eine zweite Chance bekommen haben. Ihre Strafen wurden verkürzt und dafür haben sie aus den Tunnels die Stadt am Laufen gehalten. Das hat man eben davon, wenn man mit solchen Drecksäcken nachsichtig ist. Sie haben den Untergrund der Stadt also mit Verbrechern besiedelt. Brillant. Na super, eine tolle Idee. Hier ist nichts. Such weiter vorne. Ich denke, du kennst den Weg, Serrano. Dann zeig mal, wie es hier rausgeht. Gefunden!
Willst du dafür jetzt vielleicht einen Preis? Komm in die Gänge! Wir marschieren kopfüber in die Scheiße! Ach, halt die Klappe. Und es geht in den Keller. Willkommen wow. Im Drecksloch, ihr Wichsköpfe! Verdammt, das war kein Witz. Groß genug für 1000 Insassen. Für 28.000, um genau zu sein. Was ist das für ein Giftmüll? Ein Nebenprodukt der Gammafilter der Stadt. Die Verwaltung hatte hier unten zwischengelagert, während sie die Berge aufgraben ließ, um den Dreck loszuwerden. Das wird hier immer besser. Naja, die Knastvögel wurden krank, sind gestorben und mutiert und all dieser Kram. Also haben diese debilen, kriminellen Sackratten entschieden, zu rebellieren und die Gammafilter zu zerstören. Keine Filter mehr, kein Giftmüll mehr. Und nichts, um sie vor den Stürmen zu schützen. So weit haben diese Knackis nicht gedacht. Was ist jetzt noch hier unten? Woher soll ich das wissen? Alright, also dann geht's hier in der nächsten Folge weiter. Jetzt wissen wir wenigstens, wo diese ganzen grünen Mopeds herkommen, die uns schon seit Ewigkeiten angreifen. Nämlich hier aus dem von Giftmüll, ja, übersäten Gefängnis. Wir werden reinschauen in der nächsten Folge. Für heute war's das. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Und ciao.